Hallo, liebe Freunde da draußen an den Bildschirmen, wie man früher so schön gesagt hat. Heutzutage ist es ja trotzdem Bildschirm, aber am Internet oder im Internet. Und wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr euch das anschaut zu einer Frage- und Antwortrunde mit Bernd Rixinger hier im Karl-Liebknecht-Haus im wunderschönen kalten Berlin. Und grauen? Na, ich glaube, es wird heute noch ein bisschen, sonniger. Bernd, schön, dass du Zeit gefunden hast zu dieser frühen Stunde, dich den Fragen und Antworten der interessierten Leute zu stellen. Wir werden auf jeden Fall zwischendurch immer mal wieder auch Fragen beantworten, die ihr jetzt live im Internet stellen könnt auf Facebook. Aber wir fangen mit ein paar Fragen an, die wir vorher gesammelt haben. Ich steige erstmal ganz knallhart ein. So, und zwar Europawahlprogramm gestern. Großer Meilenstein, wir haben ja ein bisschen was vor in Europa. Was sagst du? Gelungen, nicht gelungen? Ich glaube, es ist ganz gut gelungen, weil wir nicht nur die EU ganz hart kritisieren in dem Programm, was ja für Linke selbstverständlich ist, dass man neoliberale Politik, eine Politik der Aufrüstung kritisiert, aber wir wollen vielleicht stärker als in den vergangenen Jahren auch Hoffnungsträger für ein anderes Europa sein. Also wir sagen nicht nur, was wir ablehnen, sondern auch für was wir stehen, und wir kämpfen für ein ganz anderes Europa, mit sozialer Gerechtigkeit, gegen die Massenarbeitslosigkeit, für Klimaschutz, ein ganz wichtiges Thema auch für die Linke. Und wir kämpfen auch dafür, dass Google und Amazon ordentlich Steuern bezahlen und wir dafür aber deutlich mehr Geld in Bildung, Erziehung, Gesundheit und Infrastruktur investieren. Und wir kämpfen, und das ist ein Alleinstellungsmerkmal der Linken, ganz klar gegen eine europäische Armee und gegen Aufrüstung und für Abrüstung und Entspannung. Super, da schließen sich gleich zwei Fragen an, die hier gekommen sind. Wir bleiben mal gleich bei den Finanzen, zwar nicht Google und Amazon, sondern bei der Sache, die hat Markus Rosengold gestellt. Und zwar, warum werden die gestohlenen, ich weiß gar nicht, 12 Milliarden, ich habe eher so das von 32 Milliarden im 30 Ohr, Milliarden, 30 ja. Milliarden Euro aus dem Cum-Ex-Betrug nicht wenigstens von den daran beteiligten Banken zurückgefordert, die wir Steuerzahler 2008 retten mussten? Ja, das ist eine absolute Frechheit, was im Übrigen ja aber die ganze Politik durchzieht, dass man schon seit Jahrzehnten jetzt zuschaut, wie mit Hilfe der Banken große Konzerne und Vermögende Geld an der Steuer vorbei geschleust wird in die Steueroasen oder bei den Cum-Ex-Geschäften richtig betrogen wird durch Vielfachgeschäfte. Und die betrügen, gar nicht zur Verantwortung gezogen werden. Aber das ist nicht nur bei den Banken so, das ist ja auch beim Dieselskandal so und macht eben den Kern dieser Politik aus, dass man an die wirklich reichen Vermögende und an die Konzerne sich nicht rantraut. Und das haben wir ja auch gesagt, also für eine gute linke Politik gehört es zum Selbstverständnis, dass man es mit den Konzernen und mit den Reichen und Vermögenden aufnimmt und die nötige Rauflust auch dazu hat. Ja, das ist wohl wichtig. Dann hat jemand weiteres gestellt, das ist sehr toll. Und zwar Heinz-Peter Hennig fragt, das ist eine etwas längere Frage oder besser gesagt eine Aussage, aber ich finde die sehr spannend, weil die nämlich genau da anknüpft. Ideologie gegen Realismus, die Krankheit der Linken. Begriffe wie Klassenkampf und Klassenpolitik sind Ideologie und überholt. Realität ist, soziale Gerechtigkeit in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft zu schaffen. Dazu gehört auch die Waffenindustrie. Im Bereich Klimaschutz sollte man überlegt und vernünftig handeln. Ich wünsche mir von den Linken mehr Realismus und weniger Ideologie. Jetzt ist natürlich die Frage, was an dieser Stelle Realismus ist. Das ist für ihn anscheinend ganz klar. Für uns ist es wahrscheinlich weniger so klar als für ihn, oder? Ja, also ich finde, dass Klassenkampf kein überholter Begriff ist, auch wenn er so erscheint. Ich würde vielleicht auch nicht mit dem unbedingt rausgehen, aber der Warren Buffett, damit fängt ja auch der erste Satz meines Buches an, einer der größten Investoren weltweit, hat gesagt, es herrscht Klassenkampf in diesem Lande und meine Klasse gewinnt. Und dann hat er noch den Satz dazu gesagt, aber das sollte sie nicht. Und das spiegelt eben wieder, wir hatten natürlich Klassenkampf und haben ihn mit einer extremen Umverteilung von unten nach oben. Die Verteilungsverhältnisse sind heute wieder auf dem Stand von 1913, also kurz vor dem Ersten Weltkrieg. So gewaltig wurde umverteilt, über Steuer, über Löhne, und 40% der Beschäftigten hat heute keinen höheren Lohn als vor 20 Jahren.
wie soll man das anders nennen? Und dann ist bei der Wirtschaft, das finde ich einen wichtigen Gedanken, dass die Linke auch mit Wirtschaftspolitik in Verbindung gebracht wird. Die Leute trauen uns schon zu, dass wir für gerechte Verteilung sind und den Ärmeren geben und den Reicheren nehmen, aber sie trauen uns nicht richtig zu, dass wir auch ein wirtschaftspolitisches Konzept haben. Da bin ich sehr dafür, aber ich bin natürlich dafür, Wirtschaft von den Menschen her zu definieren. Also die Träger der Wirtschaft sind auch die arbeitende Bevölkerung, sind die Lohnabhängigen und ohne die werden eben die ganzen Werte nicht geschaffen. Und Wirtschaftspolitik von den Linken muss immer lauten, die Wirtschaft muss für die Menschen da sein. Und dafür haben wir ein ganz gutes Konzept, aber an diesem Konzept können wir durchaus noch ein bisschen arbeiten. Naja, Arbeit ist ja immer zu tun. Dann gibt es genau an diesem Punkt, wo wir wieder bei der Wirtschaft wären, gibt es etwas, um Wirtschaft in Europa miteinander oder bei uns auch zu verzahnen, weil ich meine, Wirtschaft in Europa, wir sind ja ein großer Wirtschaftsraum. Da fragt Christine Grundmann, eine Frage habe ich wohl, nämlich warum die Linke zu der gerade stattfindenden Auseinandersetzung zwischen Italien und der EU so beharrlich schweigt. Schließlich geht es hier ebenso wie im Fall von Griechenland um ein südeuropäisches Land, das durch die verheerende Austeritätspolitik wirtschaftlich kaputt gemacht worden ist und dem auch jetzt nicht erlaubt werden soll, das zu ändern. Warum nutzt die Linke die Gelegenheit nicht, um die Anti-Austeritätskampagne wiederzubeleben? Ja, da hat sie in einem gewissen Sinne recht. Die Linke ist da in einem Widerspruch gefangen mit Italien. Einerseits lehnen wir total ab, dass die EU Italien Austeritätspolitik aufdringen will, also Sparpolitik, vor allen Dingen zulasten des Sozialen. Es werden ja ein paar soziale Maßnahmen beschlossen, die im Übrigen einen ganz geringen Teil nur dieses Schuldenpakets ausmachen. Andererseits ist die italienische Regierung sehr nationalistisch, sehr flüchtlingsfeindlich aufgestellt. Sie ist für die härteste Abschottungspolitik. Sie lässt Menschen im Mittelmeer ertrinken. Sie bedient quasi rechtspopulistische Ideologien. Und das fällt schwer, sich mit so einer Regierung solidarisch zu erklären. Also man muss immer erklären, man lehnt die Politik der EU ab, man lehnt aber auch die Politik der italienischen Regierung ab. Ja, es ist eine Gratwanderung, auf die man sich dabei gibt, auf jeden Fall. Mohamed Najme, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich möchte der Partei beitreten, aber ich habe nicht genug Geld, wo es um Engagement geht, auch bei uns, aber ich habe nicht genug Geld, um das monatliche Abonnement zu zahlen. Kann ich jetzt Mitglied der Partei sein, ohne jeden Monat Geld zu zahlen? Ja, das wird du als Parteivorsitzender? Das wird nicht ganz gehen. Ich meine, der Mindestbeitrag beträgt 2,50 Euro. Ich glaube, dass das auch für ihn machbar ist. Und wenn es für ihn gar nicht machbar ist, dann muss er vielleicht sich irgendeinen Sponsor suchen, der ihm da mit 1,50 Euro oder so unter die Arme greift. Ein Paten, das wäre doch mal eine Idee, oder? Ein Paten, der Partei? Ich kann mir schon vorstellen, dass es da Leute gibt, die sagen, wenn du mal die 2,50 Euro nicht zusammenbekommst, dann helfe ich dir aus. Super. Mohamed, wende dich doch einfach in einer Mail hier an die Partei und ich bin mir sicher, wir finden da auf jeden Fall eine Lösung für dich. Und wir brauchen dringend engagierte Leute. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Das ist das Wichtigste. Man kann sich auch engagieren bei uns und nicht Parteimitglied sein, wenn man das jetzt... Kann man auf alle Fälle, aber es ist natürlich besser, man ist Parteimitglied. Aber ich bin mir überzeugt, dass es Leute gibt, die da aushelfen. Ich bin mir da auch sicher. Kommen wir weiter zu der Politik für die Menschen. Da fragt Sina Schmidt, hallo, wie sieht es mit dem Mitgliederentscheid über das BGE aus? Bitte nehmt euch das Thema an, sonst wählen viele die Grünen. Das glaube ich nicht. Die Grünen haben ja auch kein Konzept für bedingungsloses Grundeinkommen. Sie vertreten es auch nicht. Wir finden es im Übrigen besser, diese Frage nicht zu entscheiden, weil wir haben da, sagen wir mal, ungefähr die Hälfte bis mehr, die dagegen sind und vielleicht die Hälfte oder einen kleineren Teil, der unbedingt dafür ist. Und wir sind gut damit gefahren zu sagen, wir diskutieren dieses Konzept weiter, halten es in der Partei offen, entscheiden es nicht final, weil es eben zu umstritten ist und zu umkämpft. Aber wir haben ja Kompromisslinien gefunden, die uns politikfähig machen. Also wenn die Linke zum Beispiel sagt,
sie fordert eine sanktionsfreie Mindestsicherung, dann ist sie ja durchaus dran, praktisch eine armutsfeste Regelung zu treffen, eine armutsfeste Grundsicherung zu haben und ist viel weiter wie die Grünen, die bisher noch nicht mal einen Betrag haben. Und das Konzept von Habeck sieht ja auch nur vor eine Grundsicherung nach Bedarf, also nicht eine generelle. Also es unterscheidet sich gar nicht von unserem, aber er hat kein Konzept, während wir ein Konzept haben. Also ich glaube, die Linke ist weiter und sollte gemeinsam, die Befürworter und die Gegner sollten gemeinsam dieses Konzept der sanktionsfreien Mindestsicherung vertreten, weil das garantieren würde, dass kein Mensch unter die Armutsgrenze fällt. Und das ist, glaube ich, eine starke Waffe gegen Hartz IV, ohne dass wir uns darüber streiten müssen. Ja, die Welt verändert sich wahnsinnig schnell, ne? Und das bedingungslose Grundeinkommen ist an dieser Stelle halt auch nur eine Möglichkeit, wie es halt weitergehen könnte. Ja, es geht ja im Prinzip, darf man den Grundgedanken nicht vergessen, der dahinter steckt. Der Grundgedanke ist doch, dass die Menschen nicht jede Arbeit annehmen müssen, sei sie noch so übel und schlecht bezahlt. Und der Grundgedanke ist, dass niemand unter die Armutsgrenze fallen darf. Ich glaube, mit unserem Mindestsicherungskonzept erfüllen wir diese Bedingungen. Absolut. Wenn man dazu weitere Informationen haben möchte, kann man auch bei uns auf die Internetseite gehen, www.die-linke.de, und da haben wir auch ganz viele Punkte, die dort abgearbeitet werden. Da kann man sich tiefer in die Materie einarbeiten, wenn man das möchte. Und natürlich kann man sich auch jederzeit an internen Diskussionen beteiligen, auf jeden Fall. Ganz klar. Eine ganz spannende Frage: Würdet ihr tendenziell zu einer Planwirtschaft tendieren? Die kommt von ganz weit früher, aber du bist ja aus dem Westen, du bist ja vielleicht sogar ein bisschen unvorbelasteter. Ja, ich glaube auf alle Fälle, dass wir Bereiche brauchen, die geplant werden müssen. Also schon alleine Verkehr, Bildung, Erziehung, Gesundheit, die ganzen Bereiche der öffentlichen Daseinsvorsorge dürfen auf keinen Fall dem Markt überlassen bleiben. Und natürlich haben wir heute sogar das Problem, dass wir wirtschaftlich strukturell schwache Regionen haben, starke Regionen, also der Markt tendiert nicht dazu, gleiche oder ähnliche Lebensverhältnisse herzustellen. Und da muss stärker, zumindest mal staatlich eingegriffen werden, müssen sowas wie Investitionspläne gemacht werden und müssen auch Rahmenpläne gemacht werden. Ob man jetzt den Markt völlig abschafft, ich glaube, das hat sich nicht bewährt. Aber das Verhältnis von Markt zu Plan muss völlig neu gestaltet werden und vor allen Dingen demokratisiert werden. Ich glaube, aus dem gescheiterten Modell des Sozialismus muss man lernen, dass es nur durch Demokratie geht. Also man kann nicht zentralistische Pläne machen, sondern man muss Wirtschaftsräte auf der regionalen Ebene bilden, in der Lohnabhängige drin sind, Gewerkschaften, Verbraucher, auch die Wirtschaft und die öffentliche Hand, und die tatsächlich planen und diskutieren in einem demokratischen Prozess, was das Beste ist. Und die Demokratie darf auf keinen Fall vor der Wirtschaft Halt machen. Also keine Planwirtschaft, sondern eine Demokratisierung der Wirtschaft sozusagen. Demokratisierung der Wirtschaft, aber man braucht natürlich Pläne. Also ich meine, es wäre ja auch absurd zu meinen, dass die private Wirtschaft nicht plant. Natürlich haben auch Konzerne Pläne, ja, die über Jahre gehen. Sie haben Investitionspläne, nur sind diese Pläne eben nach dem Profitinteresse ausgerichtet. Also sie planen so, wie können wir in x Jahren eine Profitmarge von 15% oder 15% haben. Die linke Planung muss sich natürlich an den Bedürfnissen der Menschen orientieren und nicht an den Profitinteressen einiger weniger. Das ist wohl wahr. Ich habe gerade einen sehr interessanten Kommentar gelesen, allerdings ist das, Moment, ich kann es nicht ganz, es klappt manchmal nicht so ganz. Boah, da schwillt mir der Kamm. Was ist denn mit dem digitalen Zeitalter, wo immer mehr Arbeitsplätze verschwinden? Wie sind wir denn da gewappnet? Was ist denn mit dem digitalen Zeitalter? Alle reden davon, dass wir jetzt 5G brauchen und dass natürlich das auch Arbeitsplätze kosten wird. Wie stehen wir denn dazu? Oder wie stehst du denn dazu? Ja, ich glaube, dass das eine neue Herausforderung für die Linke ist. Ein Thema, das wir besetzen und besetzen müssen. Wir haben dazu auch ein Konzept entwickelt, zumindest soweit es
quasi den Umbau in der Arbeitswelt betrifft. Also ich teile jetzt nicht diese Positionen, mit der Digitalisierung werden 20 oder 30 Millionen Arbeitsplätze überflüssig. Das sagt man schon, hat man auch schon bei der Computerisierung gesagt, das sind auch oft so Horrormeldungen, die die Unternehmerverbände in die Welt setzen, damit die Menschen Angst bekommen und denken, ich kann ja froh sein, wenn ich noch Arbeit habe und gar nicht darüber nachdenken, wie denn diese Arbeit gestaltet werden soll. Aber wir glauben, dass die Digitalisierung diese Prekarisierung, die wir heute haben, verschärft, mehr Bereiche schafft, die durch Arbeitsrecht und Tarifverträge nicht erfasst sind, wie zum Beispiel Freelancer, wie zum Beispiel Solo-Unternehmer, ja, die sich dann praktisch einwählen und Cent-Aufträge übernehmen, um bestimmte Dinge zu entwickeln. All das muss natürlich reguliert werden, das ist heute nicht reguliert. Und das Zweite ist, wir brauchen natürlich eine neue Initiative zur Arbeitszeitverkürzung und Umverteilung der Arbeit. Also wenn es einen Rationalisierungsschub gibt, kann man das so lösen, wie es der Kapitalismus löst. Mehr Leute werden arbeitslos oder unterbeschäftigt. Oder man kann es so lösen, dass es eine generelle Arbeitszeitverkürzung gibt. Wir könnten heute locker eine Arbeitszeit machen, die um die 30 Stunden kreist und wo die Arbeit sehr viel mehr an das Leben angepasst ist als umgekehrt. Und die Leute Wahlarbeitszeiten haben, wo sie nach unterschiedlichen Lebensphasen zwischen 28 und 35 Stunden zum Beispiel die Arbeitszeit wählen können. Ja, das wäre heute ohne weiteres möglich und da hat die Linke dafür ein Konzept entwickelt und auch durchaus eine geeignete Antwort auf den Rationalisierungsschub durch Digitalisierung. Noch eine Frage, die Detlef Böhnert gestellt hat. Was hat, da bin ich sehr gespannt, ob du die beantworten kannst, was hat Katja Kipping mit Schröder auf dem Bundespresseball verabredet? Will sie auch einen Aufsichtsratsposten? Und wenn ja, möchtest du auch einen? Ich war schon in Aufsichtsräten, aber als Vertreter der Belegschaft. Das war eine ganz interessante Erfahrung und ich hab das genutzt, um wirklich für die Belegschaft öffentlich und transparent zu machen, was in diesen Aufsichtsräten gemacht wird. Das hat dann auch immer Ärger eingetragen. Ich glaube nicht, dass Katja Kipping in einen Aufsichtsrat will. Aber wie gesagt, wenn man in Aufsichtsräte geht, dann doch nur als Vertreter der Belegschaft und dann auch nur mit dem klaren Auftrag, die Dinge transparent und öffentlich zu machen und die Interessen der Beschäftigten einzubringen. Außerdem glaube ich, dass Linken eher selten Aufsichtsratspositionen angeboten werden. Ich glaube das tatsächlich auch. Würde dir jetzt spontan jemand einfallen? Also ich habe auch mal so geguckt. Ich kenne bisher niemand, ehrlich gesagt. Auch nicht. Der, also ich meine, da wo sie in Regierungen sind, haben sie halt manchmal so in den öffentlichen Wohnungsgesellschaften oder öffentlichen Betrieben, Verwaltungsräte oder sowas. Aber mir wäre es jetzt nicht bekannt, dass da jemand entfleucht wäre. Das kennen wir doch eher von den konservativen Parteien, wo es völlig üblich ist, dass sie zwischen Aufsichtsräten und Politik hin und her schaukeln. Oder auch bei der Sozialdemokratie, dass sie durchaus aufsteigen in die Wirtschaft. Für die Linke sollte das kein Maßstab sein. Ich finde, wenn wir solche Angebote kriegen, dann haben wir irgendwas falsch gemacht. Oder wir sind so gefährlich. Dass sie uns wegkaufen, meinst du? Ja, das Ding ist ja, es gibt ja genug Leute, wie du ja gesagt hast, aus den konservativen oder auch aus den sozialdemokratischen Fraktionen, die in solche Posten aufsteigen. Warum sollten wir da jetzt auch noch mitmachen? Man braucht ja auch noch Leute, die genau, den anderen Teil der... Die AfD, das ist, ich meine, wenn wir ehrlich sind, der würde auch nicht vor sowas zurückschrecken, wo die Geld herbekommen. Die haben kein Problem, die sind ja auch durchaus eine Familienunternehmerpartei. Und jetzt hat man ja gesehen, August von Fink, einer der reaktionärsten und reichsten Menschen in diesem Land. Milliardenschwer, der Mann. Milliardenschwer, hat immer schon ganz rechts außen finanziert. Ja. Finanziert die AfD. Also die Linke nimmt aus guten Gründen keine Unternehmensspenden.
dabei sollten wir bleiben und wir sollten aus guten Gründen auch keine Aufsichtsratsmandate nehmen. Ich bin total bei dir. Wo wir gerade dabei sind, Herr Rixinger, wie bewerten Sie die Tatsache, dass die Verluste der SPD der linken Partei nicht zugutekommen und wieso es immer noch keine Annäherung beider Parteien gibt, obwohl es ohne Zusammenarbeit keine linksliberale Politik in Deutschland geben wird? Wann bewegen sich diese Parteien aufeinander zu und wie beurteilen Sie die Chancen für eine gemeinsame Regierung im Bund? Die Frage wird natürlich immer wieder gestellt und die wird hochaktuell bleiben wahrscheinlich. Ja, das ärgert mich auch. Also ich hätte schon gerne, dass die Linke die Verluste der SPD kompensiert. Aber es ist natürlich schon seit Jahren vorbei, dass das kommunizierende Röhren sind. Wenn die SPD verliert, gewinnen wir nicht. Und wenn die SPD gewinnt, verlieren wir nicht. Also die eben nach 12 Jahren Agenda 2010 immer noch nicht bei der Linken sind, sind auch nicht unbedingt die Linken in der SPD. Aber wir müssen, glaube ich, schon stärker Brücken bauen an Sozialdemokraten, die mit ihrer Partei unzufrieden sind und deutlich machen, dass die Linke eine Alternative ist, eine klarere Alternative, als es zum Beispiel die Grünen sind oder gar die AfD ist. Ich glaube, dass es momentan Bewegung gibt bei der SPD. Man merkt es an dieser Debatte zu Hartz IV. Ich sage zwar noch nicht, dass sie ein Konzept haben, aber dass sie jetzt ihre Politik mit der Agenda 2010 stärker in Frage stellen, ist erstmal ein gutes Zeichen. Und ansonsten bin ich dafür, tatsächlich mit der SPD zu gucken, gibt es denn Gemeinsamkeiten, gemeinsame politische Projekte, vor allen Dingen auch außerparlamentarisch. Also gibt es die denn? Naja, ich kann mir schon vorstellen, dass wir mit Sozialdemokraten zusammen auf die Straße für bezahlbaren Wohnraum gehen. Ja. Bei den großen Demonstrationen, dass es auch eine gemeinsame Front gegen rechts geben kann, dass es auch eine Gemeinsamkeiten gibt bei der Regulierung des Arbeitsmarktes. Es gibt aber ein paar Dinge, wo die Sozialdemokratie überhaupt nicht klar ist. Du kannst keine gerechten Verhältnisse machen, ohne eine gerechte Steuerpolitik zu machen, ohne umzuverteilen zwischen Reich und Arm. Und wenn du keine Vermögensteuer erhebst, kannst du eben viele soziale Projekte, die dringend notwendig sind, nicht finanzieren. Da scheint die SPD noch nicht den Mut dazu zu haben, sich wirklich mit den Reichen und Vermögenden zu verderben. Vielleicht sehen Sie die Notwendigkeit noch nicht. Ich meine, Sie haben immerhin noch 14% in den Umfragen. Naja, es wäre natürlich schöner gewesen, diese Bewegung hätte es gegeben, als es noch eine rot-rot-grüne Mehrheit im Parlament gegeben hat. Dann hätte man ja tatsächlich die Hartz-IV-Gesetze beseitigen können. Jetzt ist es natürlich sehr spät, aber nicht zu spät. Also ich würde mir ja schon wünschen, dass es sowas wie ein linkes Lager gibt und wir klare Alternativen von links haben, nicht nur von den Linken, sodass die Menschen entscheiden können zwischen einem bürgerlichen Block und einem linken Block. Und diese Situation gibt es aber immer noch nicht. Die SPD ist bisher nicht Teil eines linken Lagers und die Grünen noch viel weniger. Die Grünen sind ja ganz stark in die Mitte gegangen, ganz stark ins bürgerliche Lager. Aber ich denke, da muss man den Druck drauf lassen. Natürlich wäre das wünschenswert. Und da hat gerade auch jemand geschrieben, weil es gibt ja durchaus einige Projekte, wo auch die SPD sich bewegt so ein bisschen. Da hat jemand geschrieben, in der Pflege muss sich etwas ändern. Das ist ja auch ein Projekt, was man durchaus zusammen verfolgen kann, mit der SPD, auch mit den Grünen zusammen, weil SPD und Linke werden ja zusammen auf gar keinen Fall eine Mehrheit erzeugen. Das heißt, man muss mit dem linken Teil der Grünen sowieso kooperieren. Wie sieht es denn aus? Ich meine, wir haben ja Konzepte, wir haben eine groß angelegte Kampagne. Geht es voran? Wie schaut es aus? Also ich finde, diese Kampagne ist ein gutes Beispiel. Wir haben ja durchaus Bewegung reingebracht. Spahn hat wirklich einen Paradigmenwechsel vorgenommen. Das ist noch nicht ein Durchbruch, aber er hat die zusätzlich benötigten Pflegekräfte bei den Krankenhäusern aus der sogenannten Fallpauschalenfinanzierung rausgenommen, was nichts anderes bedeutet, die Krankenhäuser können zusätzliches Personal einstellen und es ist finanziert über die Krankenkassen.
Und das ist Resultat von einer Kampagne, die die Linken schon vor 2 Jahren aufgesetzt haben, für 100.000 Pflegekräfte mehr in den Krankenhäusern. Und man sieht, wenn die Gewerkschaft Verdi für tarifliche Regulierungen kämpft und streikt, wenn die Sozialverbände einsteigen, wenn es eine gesellschaftliche Dynamik gibt und die Linke eine Kampagne macht, kann man die Regierung unter Druck setzen. Und natürlich haben wir jetzt den Fuß in der Tür. Jetzt muss die Tür ganz geöffnet werden für eine gesetzliche Personalbemessung und für bessere Bezahlung der Pflegekräfte. Und es muss auch für die Altenpflege gelten. Aber man sieht, man kann was erreichen, wenn es außerparlamentarischen Druck gibt. Und ich glaube, der erste Schritt mit der SPD ist, dass die SPD mit uns zusammen auf die Straße geht. Ja, und auch Grüne, und dadurch eine gesellschaftliche Kraft entsteht, die was verändert. Ja, es ist ja nicht das erste Mal, dass tatsächlich durch die Arbeit von links solche Sachen entstanden sind. Ich meine, der Mindestlohn ist ja auch, wann haben wir den gefordert? 2002 oder so, das erste Mal? Ja, das hat über 10 Jahre gedauert, ja. Aber man hat gesehen, die Linke allein kann es natürlich auch nicht. Man braucht Gewerkschaften dazu, die Gewerkschaften haben eine Kampagne gemacht. Irgendwann mal musste die SPD umdenken. Zusammen ist dann der Druck entstanden und es gab auf einmal eine gesellschaftliche Mehrheit über diese Kampagnen, wo die Menschen gesagt haben, nee, Löhne von 5 Euro akzeptieren wir nicht mehr. Ja, teilweise unter 5 Euro, wenn ich an diese Euro. Friseurin aus Sachsen-Anhalt denke, das ist 4,30 Euro oder so die Stunde. Aber das sind eben wichtige Beispiele, deswegen ja unser Ansatz, wir brauchen praktisch gesellschaftliche Bündnisse. Wie wir jetzt gesehen haben, Hunderttausende sind in Bündnissen gegen rechts auf die Straße gegangen oder für Klimaschutz am Hambacher Forst. Ja. Und auch für die sozialen Fragen brauchen wir Bündnisse zwischen Gewerkschaftern, Linken, auch aufgeschlossenen Sozialdemokraten und Grünen. Und dann brauchen wir große gesellschaftliche Bewegungen und das verändert ja auch das politische Bewusstsein. Das stärkt quasi linke Politik im Land. Ja. Das ist unser Ansatz und ich finde, dass der Ansatz gar nicht so dumm ist. Also sind wir der parteipolitische Arm der außerparlamentarischen Opposition sozusagen? Ja, wir haben den Begriff entwickelt der verbindenden Politik. Also die Linke muss die Verbindung dieser, eine Verbindungsachse sein. Wir sind in allen wichtigen außerparlamentarischen Bewegungen ein Akteur und versuchen eben diese Bewegungen miteinander zu verbinden, um die gesellschaftlichen Verhältnisse zu ändern. Ja? Dass auch die Bewegungen nicht nur für einzelne Fragen kämpfen, sondern anfangen, darüber hinaus zu denken und daran zu arbeiten, dass wir die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ändern müssen. Wir müssen die gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse nach links rücken. Und das passiert, das ist ein komplizierter Weg und auch oft ein längerer Weg, wie man auch in anderen Ländern sieht. Und dazu brauchen wir natürlich eines, auch eine ganz starke und lebendige und kampagnefähige linke Partei. Absolut. Bevor wir jetzt gleich noch kurz über dein Buch sprechen, was Bernd rausgebracht hat, Neue Klassenpolitik, da ist wieder dieser Klassenbegriff, ist hier ganz oft jetzt auch die Sache gefallen mit der Bürgerversicherung. Mhm. Also wir haben gerade darüber gesprochen, natürlich Pflege und Krankenhaus und so weiter und es eine Versicherung, in die alle einzahlen. Wie stehen denn die Chancen? Also ich weiß, die SPD und auch die Grünen reden zumindest darüber. Wie stehen denn die Chancen? Kann man da nicht was sozusagen ins Rollen bringen und wie genau würde das denn aus unserer Sicht eigentlich aussehen? Ich glaube, da gibt es auch unterschiedliche Modelle. Es gibt unterschiedliche Modelle, aber es gibt auch Gemeinsamkeiten. In der Tat, da hast du ein wichtiges Thema angesprochen. Also die einen nennen es Bürgerversicherung. Wir haben das weitestgehende Konzept, das nennt sich solidarische Gesundheitsversicherung. Aber der gemeinsame Gedanke ist, alle sollen einzahlen, auch Beamte, auch Politiker. Es wird die Trennung von privat und gesetzlich aufgehoben, also quasi die Zweiklassenmedizin oder Dreiklassenmedizin. Aber müssen dann auch diese zum Beispiel Frau Klappen da einzahlen? Genau, das ist das Konzept, dass eben nicht nur Löhne rangezogen werden, sondern auch Vermögen, wenn du 200 Wohnungen hast und hast Millionen Mieteinnahmen oder du hast Dividende, wie die glatten und 1 Milliarde, dann müssen die auch einzahlen. Und das würde dazu führen, dass wir tatsächlich alles finanzieren können, dass die Leute nicht mehr privat Rezeptgebühren bezahlen oder Krankenhausaufenthalte oder ähnliche Dinge. Und wir könnten mehr Personal einstellen und die Beiträge würden sogar sinken. Ja, das heißt, wenn Frau Klatten 1 Milliarde Dividende macht,
dann müsste sie davon auch ihre 6% oder 7% einzahlen. Das wären 70 Millionen, wenn ich nicht... Ganz also das heißt, sie müsste 70 Millionen einzahlen, ja. Und dann könnte sie aber auch für 70 Millionen ins Krankenhaus. Sie könnte auch ins Krankenhaus, würde aber behandelt wie alle anderen auch. Aber gäbe es denn die Möglichkeit zu Zusatzversicherungen? Also dass man sagt, okay, ja, ich bin sicher, jetzt so reich. Das wird sicher geben, aber ich meine, das Konzept ist eben, dass die medizinische Versorgung auf dem heutigen Entwicklungsstand für alle Menschen gleich angewandt wird. Und dass wir nicht wie heute bei der privaten Versicherung sowas wie eine Überversorgung haben. Da werden ja oft dann Dinge gemacht, die gar nicht notwendig sind, weil man es abrechnen kann. Und bei der gesetzlichen besteht oft eine Unterversorgung. Da werden bestimmte Dinge nicht gemacht, weil sie von der gesetzlichen nicht voll übernommen werden. Ja. Also dieser Zustand muss dringend aufgehoben werden. Aber in der Tat ist das ein Finanzierungskonzept. Wir haben da ein ganz durchgerechnetes Konzept. Aber das wäre ja auch ein Projekt, wo tatsächlich Grüne, SPD und Linke gemeinsam dafür kämpfen können. Leider haben sie es nicht getan, als man noch die Mehrheit dafür hatte. Ja. Das wäre ja was gewesen, wo man auch mal andere Zeichen hätte setzen können. Aber ich meine, das ist Vergangenheit. Die Frage ist, ob es Bestandteil eines linken Projektes für die Zukunft ist. Eine letzte Frage habe ich hier noch. Ach, das ist ganz schön hier. Sind Sie persönlich für die Legalisierung von Cannabis? Ja, natürlich. Also das ist nicht nur persönlich, sondern das steht auch im linken Programm. Ich meine, das ist höchste Zeit dafür, dass diese Kriminalisierung aufhört und vor allen Dingen auch quasi die Beschaffungskriminalität. Ja. Also es gibt genügend Gründe dafür und ganz wenige dagegen. Ja. Und es ist höchste Zeit. Sehe ich auch so. Dann hast du ein Buch geschrieben, Solidarität der Vielen statt Herrschaft der Wenigen. Nun ist es ja so, dass in regelmäßigen Abständen sozusagen Bücher rauskommen von Politikern. Was ist an deinem besonders? Warum muss man das lesen? Warum muss man das gelesen haben? Ja, ich glaube schon, dass es so ein bisschen ein Handbuch ist für linke Politik. Also man muss natürlich die Frage stellen, warum brauchen wir halt wieder einen Klassenbegriff? Ich glaube, wir brauchen ihn schon aus einem Grund, weil die Rechten mit dem Begriff operieren des Völkischen. Also sie benutzen das Volk, wozu natürlich nur das Volk deutscher Abstammung gehört, in Abgrenzung zu anderen. Und der Höcke sagt, die wirkliche Arbeiterpartei heute ist nicht mehr rot, sondern blau. Und der Gegensatz ist nicht mehr zwischen oben und unten, sondern zwischen drinnen und draußen. Und ich glaube, dem müssen wir einen anderen Begriff entgegensetzen, dass die Lohnabhängigen begreifen, dass sie nicht gegen die Flüchtlinge kämpfen und gegen Migrantinnen und Migranten, sondern dass sie ihre Interessen natürlich schon gegen die besitzende Klasse durchsetzen müssen. Ne? Also wenn man mehr Geld will, bessere Arbeitsbedingungen, bessere Lebensverhältnisse, dann muss man es schon mit der besitzenden Klasse aufnehmen und muss sich gegen die organisieren. Und der zweite Grund ist, dass, sagen wir mal, wir begreifen müssen, dass dieser Kapitalismus zwar eine lohnabhängige Klasse hat, die so groß ist wie noch nie. Also wir haben 44 Millionen Beschäftigte, obwohl immer wieder gesagt wurde, der Arbeitsgesellschaft geht die Arbeit aus, ist die Beschäftigung am höchsten Stand. Aber man könnte also sagen, die Arbeiterinnenklasse ist so groß wie noch nie. Aber sie hat sich natürlich gewaltig verändert. Also sie ist weiblicher geworden, sie ist migrantischer geworden. Also jede fünfte Beschäftigte hat Migrationshintergrund. Sie ist mehr im Dienstleistungsbereich. 70% sind im Dienstleistungsbereich. Das größte Beschäftigungsbereich ist das Gesundheitswesen inzwischen. Und es ist aber auch viel prekärer, gespaltener. Wir haben eben ganz verschiedene Formen der Ausgrenzung, Leiharbeit, Leute mit Befristungen, ohne Befristungen, Solo-Selbstständige, Teilzeitbeschäftigte, Mini- und Midi-Jobs. Und das ist eben, um die Leute auch auseinanderzutreiben, zu spalten. Und ich habe ein Konzept entwickelt, zu sagen, dass die wichtigste Aufgabe ist, die Interessen dieser Menschen miteinander zu verbinden. Und das ist die linke Aufgabe, diese Spaltung zu überwinden. Und eine Klasse, die sich quasi bewusst ist, dass sie gemeinsame Interessen hat, sagen wir, dass der Kernbeschäftigte mit dem Leiharbeiter gegen die Leiharbeit kämpft,
Und die Unbefristete mit der Befristeten gegen die Befristungen und die Unterbeschäftigten mit den Überbeschäftigten und Erwerbslosen für kürzere Arbeitszeiten. Also solche gemeinsamen Interessen schweißen die Menschen zusammen. Ja? Und das ist die Aufgabe der Linke, diese Interessen zu formulieren und dafür zu sorgen, dass dafür in der Gesellschaft gestritten und gekämpft ist. Und eine Klasse, die sich über ihre eigenen Interessen bewusst ist, braucht keine Sündenböcke. Ja, sondern die entwickeln ein eigenes Selbstbewusstsein und nur wenn sie anfängt, ihre Interessen zu organisieren, entwickelt sie auch das Bedürfnis nach anderen gesellschaftlichen und politischen Verhältnissen. Also sozusagen die Solidarität im Menschen wieder zu stärken, wieder zu erwecken und für die Leute mitzukämpfen, denen es vermeintlich schlechter geht, als auf ihnen rumzuhacken und gegen die zu kämpfen, ja, die sozusagen die, wie hat man so früher so schön gesagt, die Produktionsmittel in der Hand halten. Genau. Und natürlich auch, also das ist ein wichtiger Bestandteil dieses Buches, es gibt ja viele solcher Kämpfe. Es gab große Streiks bei Amazon, es gab große Streiks bei den Verkäuferinnen, bei den Erzieherinnen, im öffentlichen Dienst. Wir haben jetzt einen ganz tollen Streik bei Ryanair, also quasi den ersten internationalen Streik an verschiedenen Ländern zur gleichen Zeit. Mit einer Belegschaft, die selber sehr internationalistisch zusammengesetzt ist, aus ganz verschiedenen Nationen. Das sind ja alles Beispiele, wo man sieht, dass unabhängig von unserem Willen auch die Menschen zur Solidarität in der Lage sind. Ja. Und ich beschreibe die auch, und da gibt es natürlich auch die These, auch diese Streiks sind halt deutlich weniger im industriellen Bereich, obwohl ich toll fand, dass die IG Metall mal wieder gestreikt hat. Sondern sind auch weiblicher. Es gibt halt mehr Streiks von Erzieherinnen und Verkäuferinnen. Sie sind eben auch migrantischer. Es sind viel mehr Migranten dabei im Flughafen, wenn die im Bodenverkehrsbetrieben da streiken. Oder sie sind eben auch stärker im Dienstleistungs- und prekären Bereich. Und dort sieht man eben, es gibt Ansätze und da gibt es auch neue Bewegungen, neue Streikformen. Und ich sage natürlich, das müssen wir vorantreiben und miteinander verbinden. Und es gibt noch eine zweite Ebene des Klassenkampfes, wenn man es mal so formuliert. Sagen wir, in den guten Zeiten der Arbeiterbewegung und der linken Bewegung wurde nie nur das Verhältnis Lohnarbeit und Kapital in Blick genommen, obwohl das das Wichtigste ist, aber, sondern immer der ganze Mensch. Früher hat man auch für bessere Wohnverhältnisse gekämpft. Konsumvereine ausgebaut, Kulturvereine, Sportvereine. Das zeugt alles von einer Tradition, wo eben die Menschen Zugang finden müssen zu Konsum, zu Kultur, was sie früher nicht hatten. Alles in den 50er, 60er, 70er Jahren verloren gegangen. Aber heute gibt es wieder neue Bewegungen. Zum Beispiel eine zentrale Frage, Wohnen. Die soziale Frage, das beraubt große Teile des Lohnes und immer weniger Leute finden bezahlbaren Wohnraum. Oder Bildung, Erziehung, gebührenfreien Zugang, guten öffentlichen Personennahverkehr, all das bestimmt die Lebensqualität der Menschen mit. Jetzt könnte man fragen, was hat es mit Klassen zu tun? Natürlich hat es was mit Klassen zu tun, nämlich die Frage, wer finanziert es? Die reichen, vermögenden Kapitalbesitzer haben einfach keinen Bock, Steuern zu bezahlen, um Bildung zu finanzieren oder gebührenfreien Nahverkehr. Man muss es ihnen abbringen. Man muss auch dort drum kämpfen. Also dabei haben sie die Strukturen genutzt, um erst dahin zu kommen, wo sie sind. Das muss man ja auch so sehen. Natürlich, ich meine, ohne unsere Straßen, Strukturen wären sie gar nicht dort. Ne? Genau, ohne Straßen und Verkehrswege und ohne Bildung kann man keine Betriebe betreiben. Dann können sie sich in ihren Bentley setzen und dann können sie über Feldweg fahren. Genau, natürlich. Das ist der objektive Tatbestand. Aber subjektiv kämpfen sie immer um niedrige Steuersätze. Tja, da ist der Egoismus, da spiegelt sich der Egoismus des kapitalistischen Systems wieder. Ja, der Kapitalismus entwickelt nicht aus sich selber heraus eine gesellschaftliche Gesamtverantwortung. Das muss man ihm abbringen. Hm. Und das ist natürlich Bestandteil der Klassenauseinandersetzungen. Also für mehr Gemeinschaft, für mehr Solidarität und wieder weniger gegen diesen Individualismus, den es jetzt gibt. Ich meine, ich finde ja ich bin Künstler, ich finde Individualismus auch schön, aber natürlich, wenn er die gesellschaftlichen Bereiche betrifft, dann ist das natürlich tödlich. Dann ist natürlich wieder jeder nur bei sich selber und dann kriegen wir die Probleme, die wir gerade haben. Ja, und Individualismus und Solidarität sind gar kein Gegensatz. Überhaupt nicht, sondern andersrum.
wenn du eben bestimmte gute existenzielle Grundlage hast, wenn du auch als Künstler schon mal gut krankenversichert bist, wenn du eine bezahlbare Wohnung hast und regulierte Verhältnisse, kannst du deine künstlerische Individualität besser entfalten, als wenn du noch nebenher ständig arbeiten gehen musst, damit du überhaupt über die Runden kommst. Das ist auch Arbeit, was ich mache, nur dass wir den Kunstbegriff dann nicht falsch verstehen. Ja, nee, aber ja auch, ich meine jetzt Arbeit, für die du Geld kriegst. Bekommt für meine Arbeit auch Geld. Aber ist nicht so schlimm. Ich bin ja der Meinung, dass Kunst der Nährboden einer Gesellschaft ist und der Dünger einer Gesellschaft ist. Und wenn man gegen die vorgeht, dann ist auch der Dünger kaputt. Ich bin absolut für, das gehört dazu. Also Zugang zu Kunst und Kultur und eine tatsächlich ordentliche soziale Behandlung von Künstlern und Künstlerinnen. Also es ist beides nur eine andere Seite der gleichen Medaille. Also Völlig. Wir haben hier Zehntausende von Arbeitslosen oder erwerbslosen Künstlern und Künstlerinnen oder schlecht bezahlten, oder ich würde sogar sagen, dass dort die prekären Verhältnisse am ausgeprägtesten sind, zum Teil auch die feudalen. da bin ich unbedingt dafür, das zu verbessern, aber das Bestandteil der öffentlichen Daseinsvorsorge. Und ich bin aber auch dafür, dass alle Menschen Zugang zu Kunst und Kultur bekommen. Ganz wichtig. So sehe ich das auch. So, Bernd, wir wollten eine halbe Stunde machen, wir haben jetzt fast eine Dreiviertelstunde gemacht. Ja, so. Ich bedanke, so ist es halt, wenn man ins Reden irgendwann kommt. Ne? Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du da warst. Ich hoffe, für euch war das auch etwas unterhaltsam oder zumindest auch, sage ich mal so, informativ. Wenn ihr weiteres wissen wollt, findet ihr das unter www.die-linke.de. Das sagte ich bereits. Wir freuen uns auf jeden Fall immer über angeregte Diskussionen, über Diskussionen, die produktiv sind, und konstruktiv, nicht destruktiv. Das finde ich auch immer ganz wichtig. Ne? Destruktivität hilft uns nicht weiter. Wie gesagt, bringt euch ein, seid dabei, wenn ihr wollt. Wie gesagt, wenn ihr kein Geld habt, um bei uns einzutreten, wir finden da sicherlich auch Paten. Mohammed, melde dich. Okay? Danke, Bernd. Bedanke mich auch. War spannend. Dankeschön. Ciao.